Zunächst möchte ich kurz darauf aufmerksam machen in eigener Sache. Ihr könnt hier direkt über den Link auf meinem Kanal der Telegram-Gruppe beitreten. Ihr kommt da zum Linktree und hier seht ihr dann meine Patreon-Seite. Hier könnt ihr dann entsprechende Level buchen, einmal über die 3 € Beisteuerung oder die Spende für die Telegram-Gruppe im Basic. Es unterscheidet sich nichts zu dem 10-Euro-Paket. Es ist lediglich eine höhere Unterstützung. Und hier könnt ihr dann nochmal entsprechend nachlesen, was ich hier abziele, euch zu übermitteln, täglich beziehungsweise dann auch über den Monat hinweg. Also gerne hier vorbeischauen und mich unterstützen und dann auch meine weitere Arbeit hier auf YouTube. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir schauen heute mit einem weiteren Thema zu dem Experiment mal auf die ersten 3 Aktien, die ich hier beispielsweise im Portfolio habe. Und neben diesen Dividendeneinnahmen wollen wir natürlich uns auch anschauen, wie können wir uns diese überhaupt als normalsterblicher Arbeiter ins Depot holen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Zum einen, ja, wie hoch ist das Gehalt? Wie hoch ist die Sparrate? Bei mir ist sie aktuell aufgrund der äußeren Möglichkeiten, sage ich mal, für mich möglich, über 70% der Gesamteinnahmen zu sparen, ja, für Rücklagenbildung, für Investments und anderen ja, Investitionen stehen die eben zur Verfügung. Und von daher habe ich da auch eine schöne Ausgangslage für mein Alter noch. Das wird sich aber perspektivisch natürlich auch ändern. Oder man hat eben ein Gehalt, welches schon mal überproportional ist und kann sich dann aber mit den Verpflichtungen im Zaum halten. Oder man hat eben etwas Geld aus anderen Quellen, die man erbt etc. Diese 3 Herangehensweise haben wir, um dieses Portfolio von null aufzubauen. Dazu zählen natürlich dann auch passive Einnahmequellen, die sich dann auch entwickeln. Und da wollen wir eben auch mit den Dividenden mal drauf schauen, was wir da für Möglichkeiten dann haben. Aber starten wir mal mit diesen 3 Titeln, die wir uns jetzt einfach mal anschauen, dass wir uns hier ja in diesem Bereich dann hinbewegen auf die 20.000, ungefähr diese 20.000 Marke pro Wert. Das schwankt natürlich. Man sieht jetzt auch, das Portfolio hat, seitdem ich das hier einfach mal ja, aufgesetzt habe in dem Impuls, war jetzt auch nicht irgendwie in die Gewichtung nach irgendwelchen Kriterien, sondern ich habe da ungefähr die 20.000 pro Wert, die in meinem Portfolio auch privat in etwa enthalten sind, mich orientiert. Und das würde ich jetzt einfach mal anhand dieser 3 Positionen, beziehungsweise ich gehe das dann auch noch mal komplett durch, einfach so ein bisschen als Zwischenpuffer für dieses Experiment, weil der Dividendenkalender, der wird sich jetzt nicht dermaßen groß ändern. Von daher, da gehe ich dann davon aus, dass wir das immer so ein Video pro Monat machen und dazwischen schauen wir uns einfach an, wie können wir uns das selber dann aufbauen, privat. Das knüpft natürlich auch ein bisschen an, was ich sonst hier auf dem YouTube-Kanal mache oder was ich auch allgemein grundsätzlich bei mir privat anwende, quasi über die Aktienanalyse mein Portfolio aufzubauen mit dem entsprechenden optimalen Einsetzen meines Eigenkapitals, das ich erwirtschafte, und das ist natürlich auch mein Bestreben, was ich hier dann mit weitergeben möchte. Und da schauen wir jetzt einfach mal drauf, und zwar nicht auf PayPal, sondern auf die Allianz als erstes. Und wer die Analysen kennt aus den anderen Videos, das ist jetzt erstmal nichts Neues, aber wir wollen uns ja mal anschauen, wie können wir hier unser Portfolio entsprechend entwickeln, dass wir da auch dann am Ende die 20.000 im Depot beispielsweise für diesen Wert Allianz haben.
Jetzt haben wir natürlich aktuell die Situation bei Allianz, dass wir hier Richtung dem letzten High marschieren. Das heißt prinzipiell für uns aus aktueller Sicht kein Invest mehr für ein Einzelinvest, da wir uns jetzt hier, wie gesagt, am letzten High zum letzten High bewegen. Und wenn wir hier oben rausgehen, dann diese Zielzonen erreichen wollen. Wenn wir hier einen Sparplan haben, dann ist das natürlich legitim. Das können wir auch machen. Sobald wir hier oben rausgehen, können wir an dieser Aufwärtsbewegung mit partizipieren. Da ist dann auch ein Sparplan nicht der schlechteste, die schlechteste Variante, weil wenn wir dann nochmal eine Korrektur sehen sollten, dann können wir die ebenfalls schön mitnehmen. Natürlich haben wir jetzt leider das Experiment etwas zu spät gestartet, um jetzt hier aktiv uns einzukaufen. Also 2020 war hier ein sehr schöner Eintritt. Das war unter anderem das 50er Korrekturlevel. Und jetzt zuletzt haben wir, nachdem wir hier das Doppeltop gesehen haben, wo ich so ein bisschen auch vorsichtig war in dieser Region, weil ich mir eher nochmal vorgestellt habe, dass wir nochmal tiefer laufen in diese Region und dann nochmal hochlaufen. Das könnte uns immer noch bevorstehen, weil wir hier noch nicht drüber sind. Also theoretisch könnte diese Überlegung immer noch zutage treten. Aber aus aktueller Sicht wollen wir hier erstmal schauen, was da passiert. Aber was war jetzt der Grund der Aufnahme jetzt hier in diesem Experiment? Naja, also auf jeden Fall, wenn wir jetzt von der grünen Wiese herkommen, dann haben wir die 20.000 investiert. Wir haben ja hier auch keinen Einstandskurs jetzt aktuell drin. Das heißt, wir haben auch hier keinen Kursgewinn. Das ist lediglich einfach nur die Aktie aufgenommen mit 20.000. Was würden wir jetzt da an Dividenden bekommen? Könnten wir davon leben, wenn dieser Status erreicht wäre? Unabhängig davon, wie viel der Einstandskurs war, wie viel Gewinn. Das ist ja dann eigentlich irrelevant. Hauptsache, man hat diesen Bestand. Und das ist ja dann im Endeffekt auch das, die Kennzahl, die das Multiple ausmacht, um den Cashflow dann auch zu generieren. Der Kursgewinn ist natürlich eine nette Geschichte, aber wenn man sowieso nicht verkaufen möchte, dann hat er eine nachgelagerte Bedeutung in dem Sinne. Das heißt aber für unser Eigenkapital erstmal, für denjenigen, der das erstmal aufbauen möchte, ist der natürlich relevant und deswegen müssen wir hier drauf schauen. Jetzt haben wir bei Allianz eben den Sachverhalt, dass wir hier am All-Time-High sind. Wann würden wir uns positionieren? Wir würden uns nochmal positionieren. Einerseits, wenn wir jetzt hier oben rauskommen und ein neues untergeordnetes High generieren und dann nochmal eine untergeordnete Korrektur machen in diese Regionen. Also die möchte ich auf jeden Fall nochmal sehen, dass wir, also dann wären wir in dem Bereich hier nochmal, hätten wir nochmal die Möglichkeit. Wenn wir oben rausgehen, wenn wir nach unten gehen, können wir nochmal drauf spekulieren, warten, ob wir hier auch nochmal tiefer kommen auf diese Retest-Zone hier in dem Bereich, wo wir das übergeordnete Korrekturlevel von Orange dann nochmal gesehen haben. Das kommt aber ganz drauf an, wie gesagt, was wir jetzt in diesem Bereich hier um 230 Euro dann sehen werden an Kursentwicklung. So, und was hatten wir dann noch? Da werden wir natürlich drauf schauen und das werden wir dann auch aktiv mitmachen. Vielleicht machen wir auch einfach nochmal ein Depot auf, welches dann das Ziel anstrebt, hier zum Beispiel die 100 voll zu machen. Und wie viel Eigenkapital haben wir dann benötigt? Das ist jetzt so eine spontane Idee. Vielleicht ist es ganz, ganz gut, wenn wir das machen, dass man am Ende auch wirklich sieht, okay, wie viel Eigenkapital haben wir dann wirklich effektiv benötigt. Und das dann auch eventuell, wenn es mir budgetmäßig ermöglicht wird, dass ich das dann auch aktiv genauso umsetze. Weil das Ziel ist natürlich für mich, das auch so dann zu erreichen, wenn es hier wirklich der Fall ist, dass wir die Möglichkeit haben, da ein passives Einkommen zu generieren, welches auch das entsprechende Ziel erreicht, und zwar, dass wir zumindest die Grundkosten decken können. Gut, schauen wir bei Allianz, nee, nicht Allianz, Amazon jetzt vorbei. Amazon, da haben wir jetzt die übergeordnete Korrektur. Also wie gesagt, wer die Videos von mir kennt, dem ist jetzt das Ganze nichts Neues.
Aber es beschreibt vielleicht noch mal ganz gut die Zusammenhänge, die ich da auch abziele, warum wir das eigentlich auch immer uns anschauen. Und zwar sind wir jetzt hier schon mal in der übergeordneten Korrektur am 50er Korrekturlevel. Das heißt, es ist schon mal auf jeden Fall eine sehr schöne Zone. Natürlich alles keine Anlageempfehlung. Und auch hier zu beachten natürlich, dass man das mit Abstand immer für sich bewertet. Wie gesagt, es ist ein Beispieldepot. Man kann da auch andere Werte reinnehmen. Ich habe die jetzt ausgewählt und würde es anhand denen einfach mal durchspielen wollen. Das heißt, hier haben wir im Gegenzug von Allianz die Möglichkeit, uns hier schon mal am 50er Level zu positionieren. Und ja, dementsprechend, wenn wir jetzt hier von 90 ausgehen, haben wir hier eine Verdopplung im Zielszenario. Wir haben aktuell hier natürlich bei Amazon die 17.000 eingebucht. Wenn wir aber jetzt von den 200, ist auch kein Dividendentitel, von daher das muss man ein bisschen nochmal beachten. Hier geht es ja dann wirklich auch um ja, Depotstabilität, um Depotaufbau, um Cashflow durch Kursgewinn. Von daher, das ist ja ein Depot, welches alles auch abdecken soll. Also ein Beispieldepot, wie ein privates Depot aussehen kann, mit unterschiedlichen Facetten. Ja, also von Basis zu Kursgewinn bis ja, Dividenden und ja, Basiskonsum, sowas quasi. Dass man da auch die Diversifikation im Depot hat. Dadurch haben wir natürlich auch Titel, die keine Dividenden ausschütten. Genau, also hier sind wir auf jeden Fall in der übergeordneten Korrektur, und sollten wir jetzt noch weiter runterkommen und die 200 Aktien als Ziel anstreben, die würde ich jetzt hier auch einfach mal reinschreiben, dann wollen wir natürlich, dass wir prinzipiell noch tiefer gehen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier in dem Bereich die 17.000 Euro mal angenommen haben, dann würden wir uns natürlich um einiges einsparen, wenn wir nochmal abwarten und die 200 Aktien ungefähr bei 63 kaufen würden. Da wären wir jetzt in dem Bereich ungefähr bei 12.000. Ja, da sieht man schon, das ist ein starker Unterschied. Man hat zum einen Zeit gespart, man hat sich Zeit gespart der Investition, und man hat sich auch noch Geld gespart. Eigenkapital, was in dieser Zeit auch noch verdient werden kann. Und das sind schon wieder diese zwei Komponenten, die ich da auf jeden Fall bei meinem Anlagebestreben beachte und auch immer versuche zu optimieren. Das hört sich jetzt alles natürlich in der Theorie wunderbar an. Man muss es natürlich schon ein bisschen für sich. Es ist ein langfristiges Thema. Wir müssen auch den Kursverlust hier noch sehen. Aber das sind Überlegungen, die wir hier auf jeden Fall aufrechterhalten sollten. Und wenn wir uns jetzt hier entscheiden, wir machen das Ganze mit dem Sparplan, um eben dieses Zielvolumen zu erreichen, dann können wir das Ganze auch hier in Schritten uns positionieren und haben schon mal den ersten Fuß drin. Das ist natürlich eine Umsetzungssache, aber ich denke mal, man versteht, worauf ich hinaus möchte. Also wenn wir jetzt aktuell das Ziel haben, die 17.000, 20.000 ungefähr zu haben, und die auf jeden Fall hier die Anzahl, da wollen wir drauf schauen, die 200 Aktien, dann ist die Frage, mit wie viel kaufen wir uns ein? Und da wollen wir natürlich, desto tiefer, desto besser. Wenn wir grundsätzlich von diesem Unternehmen langfristig überzeugt sind und in dem Depot haben möchten als Komponente, dann macht es natürlich Sinn, sich hier dann auch objektiv zu orientieren. Genau. Von daher aktuell spannende Zone, Möglichkeit schon mal sich zu positionieren, natürlich keine Anlageempfehlung. Und mit dem Ziel der 200 Aktien vielleicht noch mal ein bisschen die Investition nach hinten schieben, Kapital aufbauen, generieren durch andere Kursgewinne, die wir zum Beispiel bei Allianz gesehen haben. Und ist jetzt nur ein Beispiel, und das dann entsprechend wieder umleiten.
muss aber nicht so umgesetzt werden. Man kann das natürlich auch erwirtschaften in der Zeit und dann das Kapital optimal nutzen. Wir gehen es zusammen durch. Wie gesagt, die spontane Idee, dass wir vielleicht auch ein Depot machen, wo wir dann in den Korrekturen die Aktien einkaufen, die wir uns im Schlussdepot erhoffen, das können wir gerne durchgehen. So, bevor wir das jetzt wieder zu kompliziert machen und zu undurchsichtig, würde ich jetzt noch auf Google drauf schauen, Alphabet, und das Ganze nochmal damit durchspielen. Aber ich denke mal, vom Grundansatz sollte es klar sein. Jetzt schauen wir noch auf Alphabet. Wie gesagt, hier sind wir auch in der übergeordneten Korrektur. Wir hatten zuletzt die Zielzone von Lila quasi abgearbeitet und wir wollen jetzt hier noch ein bisschen tiefer kommen. Was haben wir uns hier für eine Zielzone an Bestand vorgestellt? 200 ebenfalls. Das heißt, wir tragen uns hier auch mal die 200 Aktien ein und dann gehen wir mal durch. Wir haben aktuell auch hier die 17.000 angenommen. Auf dem aktuellen Niveau, das heißt auch hier würden wir auf dem aktuellen Niveau die 17.000 Euro investieren. In dem Bestandsdepot haben wir das ja so aufgenommen. Jetzt ist halt die Frage, wie bilden wir das nach, dass wir das als Endstadium haben. Ja, und hier können wir uns einerseits nochmal die Level anschauen. Also wir haben das 50er Level ungefähr bei 77. Das heißt, wir würden ja dann die 200 mal 77 US-Dollar anpeilen. Das wären schon mal 15.000 ungefähr, die wir hier benötigen würden, wenn wir das auf einen Schlag uns ins Depot holen. Und wenn wir dann noch die Möglichkeit haben, das noch ein bisschen tiefer einzukaufen. Also wenn wir jetzt hier nochmal, hier haben wir das Retest-Szenario, das ist natürlich sehr schön. Also hier wäre es schon gut, wenn man sich größtenteils positioniert. Wenn wir jetzt eben diese Nachstellung machen, immer noch ein bisschen beachten, dass wir hier tiefer fallen können. Also das grundsätzliche Depot sollte auf gesunden Füßen stehen. Man sollte nicht alles auf eine Karte setzen und auch nicht in alle Eier in ein Nest legen. Das haben wir in vieler Weise jetzt auch nochmal bestätigt bekommen. Bankentechnisch etc. Muss man da natürlich schon auch ein Auge drauf haben, wie man sich positioniert und immer auch in dem gesunden, diversifizierten Bereich. Also hier werde ich nochmal auf die Gewichtung aufmerksam machen, die wir auch hier in dem Depot beachten. Also hier haben wir die 3% maximal Gewichtung drin. Also wenn man jetzt hier anfängt, sich dieses Depot aufzubauen, sollte man schon beachten, dass wir da auch eine gewisse Gewichtung drin haben und nicht dann hier zum Beispiel direkt die 17 haben, aber bei anderen nur noch 5.000. Ja, das müssen wir dann schon noch gesamt betrachten. Aber das wird auch nicht die letzte Korrektur sein. Von daher werden wir immer wieder Möglichkeit haben, da auch diesen Endbestand aufzubauen mit dem gewissen Zeitfaktor, um auch das Kapital aufbauen zu können. Soll jetzt auch gar nicht so lang gehen. Ich denke mal, das ist erstmal so klar. Allein durch diese neue Idee, dass wir vielleicht mal aktiv mit aufbauen, mit diesen Korrekturzonen und das Ganze günstiger einkaufen als ursprünglich hier in diesem Depot, würde ich einfach mal weiter in den Fokus nehmen. Und wenn euch das auch gefallen würde, wenn wir das mal gemeinsam so machen, dann ja, schauen wir mal drauf. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, aufgrund der spontanen Aufnahme hier ist es auch trotzdem verständlich und man kann das nachvollziehen. Ansonsten auch gerne nochmal schreiben. Ich kann mich auch da ein bisschen mehr das Ganze nochmal rausarbeiten, aber ich denke mal, grundsätzlich sollte es verstanden werden, was ich hiermit abziehen möchte. Okay, also schönen Sonntag und morgen das Update der Einzelaktien. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.